Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Taxi-Boss. Das letzte Video ist jetzt schon eine Weile für euch her, für mich aber gar nicht so lange, weil ich produziere ja mal eine Weile vor. Für mich kam das erste Taxi-Boss-Video erst vor ein paar Tagen online. Es kam sehr gut bei euch an und ihr wolltet, dass ich ein weiteres Video aufnehme. Und das mache ich jetzt auch. Doch zuallererst gehe ich mal hier unten auf den Shop und dann gehe ich hier auf Enter-Code und gebe da den Code THANKS ein. Weil es gibt einen neuen Code. Vielleicht gibt's, wenn ihr das Video seht, sogar schon einen weiteren Code. Ich drücke auf Enter und kriege... ja, gar nicht mal so viel. Ich glaube, waren das 1000 oder waren das 500 Coins? Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal meinen Car spawnen, meinen BNV E46. Ich würde sagen, heute verdienen wir mal wieder ein bisschen Cash. In der Hoffnung, uns vielleicht neue coole Tuning-Teile oder wenn es ganz gut läuft, ein neues Auto leisten zu können. Wobei ich meinen BNV ja schon lieben gelernt habe. So, wir fangen erstmal simpel an. Schleppen wieder die nicen Ladies hier ab. Na, Shannon, willst du mitkommen? Alles klar. Hey Shannon, wo willst du hin? In die Ölraffinerie. So eine bist du also schon wieder, hä? Na gut. Och, ich fahr schon wieder falsch. Huch. Das mit dem Fahren, das muss ich echt noch besser lernen. Dann fahren wir mal los. Vielleicht haben sie die Map inzwischen gefixt, wenn man hier... Nein, nein, haben sie nicht. Okay, wenn man hier lang fährt, dann fliegt man immer noch über irgendein unsichtbares Part rüber. Keine Ahnung warum. Es ist einfach so, wir müssen damit leben. So, da vorne fast ein Geisterfahrer. Über den doppelten Streifen fährt man nicht rüber. Außer ich. Ich darf das. Oh Gott. Und was ich auch erst nach dem letzten Video gemerkt habe, man benutzt nicht nur die Handbremse zum... also nicht nur die Leertaste für die Handbremse da unten. Space ist die Bremse. Man benutzt einfach Shift zum Driften. So, hä? Seit wann? Oh, warte, wo muss ich die hinbringen? Nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hingefahren? Oh Gott. Ich muss auf die Karte gucken. Shannon, ich habe dich nur mal mitgenommen auf eine kleine Spritztour. Wir haben ja sowieso Zeit, nicht wahr? So, wenn ich jetzt diesen mache, dann habe ich perfekt eingeparkt. Kann man rückwärts fahren? Ja. Huch. Okay, das Fahren muss ich wieder lernen. Ja, komm, perfekt eingeparkt. So, bisschen Cash bekommen. You're a great driver. Ich weiß, dass ich ein klasse Fahrer bin. So kennt man mich doch auch. Gucken wir mal, ob wir hier jemanden vom Straßenrand mitnehmen können. 1,2, da ist er gerade gespawnt. Unserer Ombe, der Abdel Morris. Komm mit. Dich bringen wir nach Hause, oder? Central City, alles klar. Für dich geht's ab nach Hause. Oh, mein Blinker schon wieder an. Also wenn man hier unten auf Controls drückt, dann sieht man die Controls und da sehe ich, Shift ist zum Driften, Space ist irgendwie auch zum Driften, Bremsen, keine Ahnung. G für die Warnblinker, Q für nach links blinken, E für nach rechts blinken, uch. Und H für die Hupe. Ja, schon wieder ein Geisterfahrer, was ist denn hier los? Alles klar. Sollte ich mal versuchen, mich an die Verkehrsregeln zu halten? Ach was, dann zahlen die Leute nicht gut genug. Guck mal, wie gut er mir jetzt zahlt, weil ich jetzt so schnell fahre. Uah. Ja, komm, kleiner Abstecher hier durch. Hier einmal durch den Park und das war eine gute Abkürzung. Park in the green box, alles klar. Und den 1,5 Bonus mitgenommen. Ich bin ein klasse Fahrer, das weiß ich doch. So, und dann holen wir uns den nächsten Gast ab. 3,7 kann ich noch nicht mitnehmen. Mein Auto hatte, glaube ich, 2,2 oder 2,3er Bewertung. Aber hier vorne, hier, 1,1er, Leute. Und natürlich muss ich mal wieder die Frauen hier bevorzugen. Audrey Randall, komm mit. Lovely day to ride a taxi. Ja, ich weiß. Wunderbarer Tag. Beachroad. Oh, ich musste noch nie nach Beachroad fahren. Der Teil der Map ist mir noch gänzlich unbekannt. Aber zum Glück habe ich ein Navi. Ja, ein guter Taxifahrer, der braucht kein Navi. Ein guter Taxifahrer kennt natürlich die Straßen wie seine eigene, keine Ahnung, was kennt man eigentlich, hä? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie man den Satz hätte beenden sollen. Ich bin irgendwie zu blöd dazu. Aber da sind wir schon. Oh, ganz knapp an dem 1,5er Bonus. Schade. Kein Problem. So, nehmen wir die nächste Person mit. Na, Milady. Priscilla Dorsey. Steig ein. Hey. Na, wo willst du hin? Nuclear Power Plant. Alles klar. Das wird wahrscheinlich auch irgendwo in dem Bereich sein, wo die Ölraffinerie war. Schauen wir mal nach. Nee. Oh, ich liebe es, wenn man so lange geradeaus fahren kann, weil dann geht der Bonus hier unten richtig gut hoch. Und gleich verliere ich den Bonus wieder, weil ich bremsen muss. Ah, man verliert ihn sehr langsam. Okay. Aber ich werde ihn gleich verlieren, weil ich hier bergauf fahren. Oh, ja. Und ich gehe wieder runter auf den Einer-Bereich. Aber das kann ich wieder reinholen. Sobald ich auf der Brücke bin, geht's wieder hoch. Nee, aber komm, komm, bitte wieder. Geh wieder hoch. Bewertung. Bewertung, geh wieder hoch. Please. Please. Oh nee, jetzt kommt auch noch eine Kurve, bevor die Bewertung hochgeht. Oder? Doch, die Bewertung geht hoch. Vielleicht kriege ich doch nochmal eine 1,5er Bewertung. Okay, Nuclear Power Plant. Da vorne dann rechts. Das weiß ich doch. Huch.
Und weiter, bitte, bitte, bitte. Ich will die 1,5 haben. Please, gib mir die 1,5. Ich brauche das Geld. Ich habe Frau und Kinder. Habe ich Frau und Kinder? Ich glaube, ich habe keine Frau und Kinder. Vergiss es, ich brauche das Geld nicht. Hä, wo ist denn der Eingang? Auf der Map steht, dass hier ein Eingang ist. Okay, da vorne ist die Green Box. Krass, dass ich mit dem Taxi einfach aufs Gelände rauffahren darf. So, gerade so geschafft mit einer 1,3. Ach so, 1,3 Multiplier? Ich dachte mal, das wäre ein 1,5 Multiplier. Haben sie den genervt oder war das schon immer so? Naja, ist ja auch egal. Gibt es hier überhaupt Menschen, die ich abholen kann? Ich habe eben niemanden auf dem Weg hierher gesehen. Ja, dann fahren wir mal zurück. Das hier scheint ziemlich menschenleer zu sein. Ah, die Stadt. So schön. Aber wirklich, die Macher von dem Spiel, die haben sich echt Mühe gegeben, eine schöne Stadt zu bauen. Und das ist gar nicht mal so einfach, so eine große Map zu bauen. Mit so vielen Gebäuden, dass diese Straßen alle funktionieren. Naja, okay, alle Straßen funktionieren nicht. Es gibt ja die paar Stellen, an denen man sich flippen kann. Aber grundsätzlich ist das eine sehr schöne Map. Da ist einer mit einer 3,3er Bewertung. Vielleicht finde ich da noch jemanden mit einer 2,3er Bewertung oder niedriger, den ich mitnehmen kann. Weil ich möchte jetzt ungern zurück in die Stadt fahren, ohne einen Gast dabei zu haben. 5,1 und 2,6. Ah, den kann ich mir noch nicht leisten. Please. 1,4! Du bist mein Retter! Clayton Dillard, komm rein! Let's go! Oh, wo willst du hin? Auch zur Nuclear Power Plant? Ja, der will auch zur Nuclear Power Plant. Alles klar. Ich hab meinen Blinker schon wieder an. Meint ihr, es gibt extra Punkte, wenn ich blinke? Wahrscheinlich nicht. Aber ich blinke einfach mal. Oh. Huch. Wo kommt ihr denn alle her? Weg da. Hup, hup. So viele Fahrzeuge fällt mir gar nicht. Ach, da vorne will der hin. Oh, alles klar. Und der hat eine 1,5er Rating. Alles klar. Okay, dann hängt es auch noch ein bisschen vom Gast ab, wie es aussieht. Der hat mir jetzt 1,5 Multiplier gegeben. So, ich will jetzt aber mal wieder zur City zurück. Weil mir fällt so eine Sache auf. Ich habe vergessen, bei meinem Ombre Hide the Pain Herald die Daily Tasks, die Daily Quests hier mitzunehmen. Vielleicht, ich weiß gar nicht. Erfüllt man die Daily Quests schon so nebenbei? Wenn ja, wäre das optimal. Wenn nicht, dann wäre das jetzt ziemlich sad. Da, komm. Du möchtest doch bestimmt zurück in die City. Ich kann dich mitnehmen. Sabrina Shepherd. Komm rein. Ey, ich möchte in die Small Town, bitte. Alles klar, kein Problem. Dann fahren wir jetzt mal los. Sie wird so begeistert sein von meinen Fahrskills. Ich fahre auf den mittleren... Ich würde gerade sagen, ich fahre auf der mittleren Spur, weil irgendwie auf allen anderen Spuren habe ich mich bisher geflippt. Okay. Komm, die 1,5er Bewertung, die kriegen wir rein. Ui. Huch, alles klar. Also diese Drift-Taste, die ist wirklich ein bisschen hart drauf. Aber wir machen jetzt easy die 1,5er Bewertung und fahren dann gleich rüber zu Harold. So, thanks, nice car. Ja, danke schön. Ich habe ein geiles Auto, das weiß ich doch. Und jetzt fahren wir rüber zu unserem Homie Harold. Und da sind wir auch schon. Hey Emily, sorry, ich kann dich gerade nicht mitnehmen, denn ich möchte einmal mit meinem Ombre sprechen, ja? Hey Harold, wie geht's? Was sind meine Daily Tasks? 5 Kunden, oh, okay. 5 Kunden befördern und 16 Minuten spielen und es fängt erst jetzt an. Ah, okay Harold, schade. Habt ihr mitgezählt? Habe ich schon 5 Kunden delivered? Weil ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt eigentlich schon erledigt. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal schnell. Ich bringe dich dahin, wo du hin möchtest, Emily. Nehmen wir durch, so. Zu der Hills, alles klar. Emily, doch eine ziemlich reiche. Oh, hat jemand einen Unfall gebaut, wie es aussieht? Hartron Park. Können wir hier rüber? Können wir hier rüber über die Hills? Nee, können wir nicht. Alles klar. Das hier ist nicht GTA. Aber auch viele schöne Kunden hier in den Hills. Und dann fahren wir hier einfach mal hoch. Oh, die Bewertung geht runter, weil es bergauf geht. Komm schon, warum geht die so schnell runter? Oh Gott, warum geht die Bewertung so schnell runter? Ich gebe mir doch die allergrößte Mühe. Ich krieg die Bewertung nicht mehr hoch. Na gut, schade. Ja, ich packe in der grünen Box. Tut mir leid, Emily. Ich habe dich enttäuscht. Ich war zu langsam. 7,2er Bewertung. Alles klar, hier leben die Bonzen. Dann fahren wir hier wieder runter. Und einmal ein bisschen Offroad. Yeah, Offroad. Oh, hier kann ich nicht rüber. Aber durch die Hecke kann man durchfahren. Alles klar. 5,8, 7,5, alles klar. Aber jetzt kommen dann wieder die netten Leute. Ja, komm, so ein
Alexandria Roy, komm mit. Oh, du willst auch in die Hills? Alles klar, dann fahre ich dich halt hoch. Das wird eine schlechte Bewertung geben, weil die Hills sind die komplett bergauf und bergauf gibt immer eine schlechte Bewertung. Guck mal, die Bewertung geht jetzt schon runter. Guck mal, wie schnell die Bewertung runtergeht. Oh Gott, oh Gott. Ah, es fängt sich langsam, es fängt sich langsam. Please, please, please. Ja, 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 sie geht hoch, sie geht hoch, sie geht hoch. Oh Gott. Das möchte ich wirklich nicht, dass mein Multiplier unter 1 fällt. Das ist echt krass, wie anspruchsvoll hier manche Kunden sind. Dann fahren wir wieder runter. Kann ich hier jetzt wirklich durchfahren? Nee, hier kann ich nicht durchfahren. Nur durch Hacken, aber hier nicht. Alles klar. So, Zachary Koch, komm mit. Ich nehme eine Abkürzung. Beetroot, alles klar. Oh Gott, nein. Sag nicht, ich komme nicht auf den Bordstein rauf. Ich komme nicht auf den Bordstein rauf, Leute. Ich komme auch nicht mehr zurück. Ich häng fest. Ich häng fest. Nein. Das wird ein Reinfall, Leute. Ich komme hier nicht mehr weg. Doch, ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Okay. Und jetzt, jetzt, jetzt. Oh, Mist. Warum habe ich mein Auto nur tiefer gelegt? Alle sagten, das wird voll cool, wenn du dein Auto tiefer legst. So, und... Oh Gott, ich habe es geschafft. Und Zachary hat mir vergeben. Er hat meine Bewertung nicht unter 1 fallen lassen. Zachary kennt den Struggle, wenn das Auto tiefer gelegt ist. Okay. Gerade noch gerettet. Danke, Zachary Koch, für die gute Bewertung bei Yelp. Und jetzt nehmen wir dich noch mit Lauren. Central City? Klar. Central City ist doch direkt da vorne. Also es gibt wirklich ein paar Routen, die könnt ihr zu Fuß gehen. Aber meinetwegen, wenn ihr so viel Geld dafür ausgeben wollt, dann mache ich das. Eine Frage ist natürlich, kriegt man eigentlich das Geld anhand der Distanz zwischen Start und Endpunkt? Oder der Distanz, die man tatsächlich gefahren ist? Wie in richtigen Taxis. Weil wenn ja, dann müsste ich einfach mal so einen riesen Umweg fahren. Mit Highspeed. Einfach nur für extra viel Cash. So, fahren wir weiter und... Tadam. So, nächster Kunde, Camden. Und nachdem ich dich weggebracht habe... Central City. Okay, wir sind eigentlich gerade in Central City. Oder? Aber nachdem ich dich weggebracht habe, gehe ich mal zu Harold. Weil dann sollte es das auch gewesen sein. Oh Gott, ich bin daneben gefahren. Mach meine Bewertung bitte nicht runter. Okay, sehr gut. Und die 1,5er Bewertung auch noch geklickt. Wir haben jetzt schon 10.200 Cash. Und ich fahre jetzt einmal zu Harold fragen, ob das denn schon 5 Kunden waren, weil ich bin immer zu blöd zum Zählen. Alright. Hey Harold, wie geht's? Ja, okay, jetzt muss ich nur noch für 16 Minuten spielen. Davon habe ich schon 7 abgehakt. Und wie beim letzten Mal werde ich diese Minuten einfach ein bisschen warten. Und während ich warte, könnt ihr ja schon mal ein Like auf das Video da lassen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonnieren für mehr Videos. Wenn ihr auch mehr Taxi-Boss-Videos haben wollt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, was ich noch machen kann. Ob ich vielleicht darauf arbeiten soll, mir ein cooleres Auto leisten zu können. Irgendwelche Tuning-Teile, irgendwelche Tricks oder Glitches auszuprobieren. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, was ich noch ausprobieren kann. Momentan fahre ich ganz normal Taxi. Es macht doch ziemlich viel Spaß, einfach Taxi zu spielen. Hier so ein schwarzes Auto. Aber ich fahre lieber in einem gelben Taxi, damit man auch sieht, dass das, was ich fahre, ein Taxi ist. Und schreibt mir mal in die Kommentare, spielt ihr auch Taxi-Boss? Und wenn ja, wie weit seid ihr? Wie viel Cash habt ihr schon? Habt ihr schon ein cooles Auto? Wie weit habt ihr das Spiel schon gespielt? Weil ich sehe hier ja teilweise Leute rumfahren in einem Lamborghini. Seht ihr ja hier. Einfach so in den Top Drivers All Time. Alles klar, Customer Distance Delivered. Ja, warum denn auch nicht? Stellt euch vor, Audi Auto bringt euch in seinem Lamborghini-Taxi einfach ans Ziel. Oder Rocco 02010. Das ist schon alles krass. Wir haben alle so krasse Autos. Aber ich finde meinen BMW auch geil. So Leute, und an der Stelle möchte ich einfach mal einen Gruß rausgeben an Ehrenjakobi in Klammern Raffzahn 2000, weil er die letzte Woche unter jedem meiner Videos denselben Kommentar 1000-mal gespammt hat. YouTube hat ihn schon als Spam markiert. Es ist nicht zu fassen, wie viel der Typ unter meinen Kommentaren spammt, weil er gegrüßt werden will. Bruder, ich lese deine Kommentare, aber meine Videos sind immer mindestens eine Woche lang vorproduziert. Das bedeutet, wenn du einen Kommentar schreibst, kann ich erst eine Woche später drauf eingehen. Also, hier blende ich deinen Kommentar ein. Falls ihr auch eingeblendet werden wollt, dann schreibt einen coolen Kommentar, aber spammt ihn nicht so oft. Weil wenn ihr den Kommentar immer wieder neu schreibt, dann wird er von YouTube einfach gelöscht. So, wir fragen jetzt mal Harold. Ich brauche noch 6 Minuten. Okay, ich habe gerade mal 3 Minuten gewartet. Okay, 6 Minuten kann ich auch so warten. Wir machen dafür einfach dann einen Cut. Und da haben wir die 16 Minuten auch schon geschafft. Ich claim jetzt mein Reward, die 1000 Cash Money. Hier auf Back, goodbye. Und dann gehen wir nochmal zu der netten Dame hier. Die bringt mich in die Garage, um zu schauen, ob ich mir wenigstens neue Karosserie leisten kann. So, hier ein Bodykit. Kostet mich 4000. Dann kann ich mir das leisten. Uiuiui, so ist normal. Und so ist es mit dem Bodykit. Jetzt sieht das richtig stark aus, das Auto. Das kaufe ich mir natürlich. Es muss natürlich schneller werden. So, jetzt haben wir noch 7000 übrig. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Performance. Die Frage ist, was genau brauche ich, damit ich besser bergauf fahren kann? Wahrscheinlich mehr Power.
16.000 für mehr Power. Ah, ich glaube, darauf spare ich. Weil diesen 5.000er Schritt, den möchte ich gar nicht zwischendurch gehen. Was ist mit Turbo? Turbo, Big Single Turbo, kostet mich dann 3.300. Dann tue ich mir Turbo. So. Und Tuning, Performance Exhaust, bringt mir minimal mehr Power. Und Intake bringt mir gar nichts mehr. Doch. Doch, bringt mir auch ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Max-Speed. Komm, dann kaufe ich mir das, weil das kostet alles beides nicht so viel. So, Autos gut getuned. Natürlich brauchen wir jetzt noch ein Luxury, damit mein Auto eine bessere Bewertung bekommt und ich mehr Leute chauffieren kann. Aber ich kann mir nur die normalen Luxury-Seats leisten. Die bringen mir dann eine 2,4er Bewertung. Immerhin ist schon mal ein Anfang. So, jetzt habe ich noch 900 übrig. Was hole ich mir? Ich könnte mein Auto noch tiefer legen, aber ich glaube, ich lege es lieber höher. Ich weiß nicht, ob das Spiel das berücksichtigt, ob es tiefer gelegt ist oder nicht. Aber ich würde schon gerne über einen Bordstein fahren können, also mache ich das mal. Aber diese ganzen Sachen, die ich hier kaufe, die machen meine Rating nicht besser. Das ganze Appearance-Zeug verbessert die Rating nicht. Ich kann besser andere Reels kaufen. Warte, die habe ich jetzt. Ja, nehmen wir die. Aber das, sonst bringt mir das alles nichts. Ich gehe mal wieder raus aus der Garage hier. Ich spawne mein Auto, steige ein und dann gucke ich einfach mal, ob ich einen 2,4er Kunden finde. Ui, der schnurrt. Ui, hört ihr das? Man merkt auf jeden Fall, dass er jetzt mehr unter der Haube ist. Aber ich möchte jetzt einen 2,4er Kunden befördern, einfach nur, weil ich es kann. Keine 7,1, die kann ich mir nicht leisten. Mir gefällt das Geräusch irgendwie nicht so sehr, wenn ich Gas gebe. Die werden ja immer... Okay, ich nehme den 2,1er. Den hätte ich zwar vorher auch mitnehmen können, aber egal. Komm mit. How are you doing? Mir geht's gut. Nelson. Beachrod, please. Alles klar. Ne, oh Gott, das zieht ja richtig an. Ey, damit macht das Spaß zu fahren. Die Bewertung geht so schnell hoch. Für so eine kurze Strecke wie Beachwood. Uiuiuiui. Das nenne ich mal einen Drift. Aber jetzt noch mal ein Stückchen Gas geben. Und die Dreierbewertung ist drin. Oh, jetzt doch nicht mehr. Nein. Nein, ich brauche die Dreierbewertung. Bruder. Gib mir die Dreierbewertung. Nein. Nein, es geht immer weiter runter. Drück die Bewertung hoch, bitte. Ich hätte perfekt reindriften müssen. Wie soll ich denn meine Familie bezahlen, wenn du mir nicht das Dreifache gibst? Hallo Nelson, ah jetzt. Ich habe jetzt 130 bekommen und ich hätte 390 stattdessen bekommen. Na gut. Oh, die Rampe da hinten, die will ich aber nehmen. Ich wette, die geht wieder nicht, oder? Doch, sie geht. Yeah. So, 1,4er Bewertung. Dich nehme ich mit. So, und dich nehme ich dann mit. Wohin, Vivian? Central City, alles klar. Uiuiui, die Leute lieben es, wie ich fahre. Oh Gott, aber ich brauche bessere Bremsen. Ich brauche so viel bessere Bremsen. Ich rutsche so weit und die Bewertung geht jetzt wieder runter. Doch. Ich schaffe es. Und 1,5er Bewertung. Also es ist, glaube ich, zufällig, ob die Kunden, wenn sie dann einen besseren Multiplier geben, wie groß der Multiplier ist. Schade, dass ich den Dreier-Multiplier nicht bekommen habe. Aber das wäre es dann. Jetzt gibt es auch so einen Shopping-Rush. Das bedeutet, hier gibt es jetzt auch einige Kunden, die ich mitnehmen soll. Let's go. Komm, ich bringe dich nochmal zum Einkaufen, Alfredo. Einfach nur, damit ich es gemacht habe. Warte, Einkaufen? Shopping Rush? Ich glaube, das war der falsche, den ich mitgenommen habe. Du willst nur mal wieder hier deine Freunde besuchen in den Hills. Ich merke schon. Alfredo Brown. Aber die Bewertung ist so gut. Sie ist so gut. Sie droppt zwar gerade runter, weil ich bergauf fahre. Oh ja, sie droppt richtig runter. Oder sie droppt runter, weil ich in die falsche Richtung fahre. Das kann auch sein. Ja, wer weiß. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, woran es liegt, dass die Bewertung manchmal so schnell runterdroppt. Aber ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!